Moin Leute, heute ein Quick-Tipp für Final Cut Pro X, weil es mir einfach aktuell vor die Füße gefallen ist und ich das Problem in einem Video habe, was ich gerade bearbeite. Wenn ihr hier mal schaut, seht ihr, dass ich hier einen Clip habe mit ziemlich fetten Sensorflecken. Ja, normalerweise habe ich da wenig Probleme mit, weil ich eigentlich immer sehr offenblendig fotografiere und auch filme. Aber in diesem Fall war das halt wirklich Blende 22, weil ich ja erstmal die Schärfentiefe brauchte und ganz ehrlich, ich hatte auch keinen Graufilter dabei, deshalb ging das nicht anders. Ja, wie kann ich denn jetzt hier ganz quick and dirty diese fetten Sensorflecken entfernen? Da gibt es einen ganz einfachen Trick, der funktioniert nicht immer, der ist auch nicht so ganz perfekt, aber in dem Fall wird der ausreichen. Ich dupliziere mir einfach diesen Clip, indem ich die Optionstaste drücke und mit der Maus den Clip einmal nach oben ziehe. Jetzt nehme ich mir hier aus den Effekten eine Zeichenmaske, ziehe die da drauf und mit der Maus klicke ich jetzt in einen Bereich, den ich quasi hier rüber kopieren will. Also das heißt, ich möchte mit einem Stück Himmel von hier, von der linken oder auch von der rechten Seite, diesen Teil ersetzen. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal, so ein bisschen großzügiger, das können wir auch gleich nochmal etwas korrigieren. Ja, und wenn ich mir jetzt mal den unteren Clip ausblende, dann sehe ich, dass ich jetzt im oberen Clip nur noch dieses kleine Kästchen habe. Den unteren blende ich mir wieder ein. Ganz wichtig, jetzt markiere ich den oberen Clip und da ich jetzt im oberen Clip ja nur noch dieses kleine Stück habe, kann ich nun den kompletten Clip nehmen und einfach ein Stück nach rechts verschieben. Das mache ich einfach hier beim Transformieren mit der X- und Y-Achse und schon habe ich das hier verdeckt. Wenn ich das jetzt mal wegklicke, dann sehe ich hier noch so ein bisschen die Umrisse. Dafür kann ich jetzt hier reingehen und bei der Maske hier dieses Auslaufen nehmen. Damit läuft die halt etwas weicher, sanfter nach außen hin aus. Ja, und ich finde, das ist vom Ergebnis für Quick and Dirty schon gar nicht schlecht. Man sieht es hier noch ein bisschen, also ihr seht es, weil ich es euch jetzt vorgemacht habe. Aber wenn man hier noch so ein bisschen Feintuning macht, dann wird das hinterher im Video niemandem mehr auffallen und ich habe halt nicht mehr diese extrem fetten Flatschen da. Hier habe ich noch kleinere Flecken, die sind deutlich einfacher, weil ich da überhaupt keine Struktur habe. Ich zeige es nochmal ganz schnell. Ich dupliziere einfach den einen Clip, ziehe mir die Zeichenmaske da drauf, dann markiere ich hier einen Bereich, den ich darüber kopieren will und ziehe dann den kompletten Clip einfach darüber. Ja, und in dem Fall muss ich nicht mal mehr Feintuning machen mit Auslaufen und so weiter, weil das halt einfach eine homogene Fläche im Hintergrund ist. Ja, und das war's schon. Ihr seht, das geht halt nicht immer. In dem Fall statische Kamera und mit Himmel relativ einfach. Mir hat das gereicht und vielleicht kann es ja dem einen oder anderen von euch auch helfen. Ich danke euch. Tschüss.